Willkommen zurück zu Call of Cthulhu. In der letzten Folge sind wir hier auf die Suche gegangen nach zwei Büsten und bei der zweiten Büste war ein Amulett versteckt, das wir benötigen, beziehungsweise was er benötigt. Und jetzt geben wir das hier mal ab und bin gespannt, was jetzt passiert. Ich weiß immer noch nicht, was das hier soll. VST-Bedingungen gültig. Irgendwas Okkultes. Sagen wir mal nicht, I sondern think ich. I've found what we're looking for. So. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Okay, wir vergeben direkt mal den Charakterpunkt, bevor wir das wieder verpeilt haben. Psychologie diesmal. Weil. Ach, immer dieses. So. In der letzten Folge habe ich ja gemerkt, Leute, ich habe 17 Charakterpunkte und die noch nicht verteilt. Das heißt, wir haben da mal ordentlich die Skills ausgepackt, draufgepackt auf unseren guten. Oh, guck mal da. Da hat jemand laufen gelernt. Na? I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Lovecraft halt. Chief West is here with Sullivan. Bradley. You take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. Us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. Good plot twist. You bet I will. Also egal, wem gehört die zweite Karre, weil da sind die Lichter an. Das kann böse enden. So. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir. Jetzt bin ich froh, dass ich die Charakterpunkte erst verpeilt habe und dann verteilt habe, weil jetzt müssen wir bestimmt gut redegewandt sein, um uns da rauszureden, eventuell. Mal gucken, ich bin gespannt. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property twice, aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal. I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about?
The fire at the Hawkins Mansion is just a tree hiding the forest. You contented yourself with the so-called proof that was given to you without asking yourself any other questions. It may seem odd, but unlike you, we base our investigations on facts, not on vague theories. And despite all that, you failed to see the truth. The only truth that I see is that you're finally where you belong, degenerate. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Ja, Subi! Mr. Pierce. Och du Scheiße. Who's there? Direkt schon Besuch. Uff. Jetzt geht das wieder los. Ich möchte das nicht. Ja, cool. Uff. I am the one men named Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Yeah. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. Unterwerfen. Ach komm. Oder? Nee, wir sind Kämpfer, oder? Wir sind Kämpfer Natur. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Where is the Oracle? Is she not the very object of your quest? Er ist auf der Suche nach Sarah. I'll let you see for yourself. But do not forget. Your fate has already been written. Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. The shambler! I knew it! No! Not again! Uff. Algernon, come back. Was ein geiler Name, Algernon. Where is Algernon? And the Shambler. Ich will nicht wieder gegen den Shambler kämpfen, gegen den Schlurfer.
Hauptsache, ich muss nicht gegen den Schlurfer kämpfen. Ah, ich habe eine Lampe, okay. Okay! Hier sind Dinge passiert. Is within our reach. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me. Super, den Schlurfer verbannen. Ich habe keinen Bock auf den Schlurfer. So, und jetzt? Algernon? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Okay, Algernon. Okay, das ist die Schutzbarriere. Okay, Algernon. Bruder, ich brauch Öl. Öl, Lampenöl, Brudi. How many are there? The first glyph must have appeared somewhere on the floor. I'll never forgive myself for this painting. Jo, ist gut, Chance verstanden. Yo.
Oh, ist das? Ah ne, das ist ein Schutzkreis, oder? Ja, das ist ein Schutzkreis. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry, it's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is missing. Aha. Oh fuck, cool. Das ist ja mal cool. Und zack. Lol. Lololol. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Okay. Das ist nicht so ätzend wie die, wie der erste Kampf gegen den Schlurfer. Okay. Gut, also das ist ein gut sichtbarer Kreis. Kann man finden. Ist machbar. Und scheinbar muss ich das auch immer nur schaffen, dass ich dann von dem Symbol zurückkomme. Halt die Fresse! Du Bastard! Ja. Okay, hier waren wir dann vielleicht wirklich mal hier runter. Okay, auch nix. Nix. Nix ist hier. Oh, guck mal da. Gut versteckelt. Oh. Schade, Schokolade. Schade, Schokolade. Müssen wir jetzt nochmal... Jo, Brudi, alles klar. Weißt du Bescheid. Wo war das nochmal? Ich habe eine Orientierung wie eine... wie ein toter Affe. Oh. Ja, super. Oh, echt jetzt. Ätzend. War hier nicht irgendwo... Da. Muchas gracias. So, wo war das jetzt? Super. Da, oder? Nee, ich gehe gerade im Kreis. Hier muss ich bestimmt auch nochmal durch. Ja. Ja. Ah, hier. Ja, und jetzt? Ja, geil. Aber dann killt's mich. Ja. Ach Leute, ich weiß ja auch nicht. Ich würde sagen, das klären wir in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zugucken. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht und würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid bei der nächsten Folge von The Call of Cthulhu. Und ja,
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!